Der Tod von Moritz und seinem Freund Finn hat für viele Fragen gesorgt, für viel Bestürzung im ganzen Land. Mittlerweile geht man davon aus, dass die beiden Freunde aufgrund von Drogenexperimenten verstorben sind. Heute hat der 16-jährige Moritz seine letzte Ruhe gefunden. Unser Bildreporter Karl Keim weiß mehr dazu. Bei einem sehr emotionalen Trauergottesdienst haben sich Familie und Freunde von ihrem Moritz verabschiedet. Vor dem Altar stand ein Bild Moritz und direkt daneben seine Urne, umrahmt von einem Trauerkranz seiner Eltern Peter und Elke. Rund 100 Menschen kamen zu diesem Trauergottesdienst, der unter strengen Corona-Auflagen stattfinden musste. Nur 58 Menschen hatten Platz auf den Bänken der Kirche, denn es musste immer ein Mindestabstand von 2 Metern eingehalten werden. Obwohl zusätzliche Stühle aufgestellt wurden, verfolgten viele den Trauergottesdienst vor den Toren der Kirche. Unter den Trauernden waren viele Kameraden von ihm der Freiwilligen Feuerwehr Nordendorf, dort, wo Moritz Mitglied war. Zu Beginn des Trauergottesdienstes lief das Lied Seasons in the Sun. Es handelt von einem sterbenden Mann, der letzte Grußworte an die Menschen schickt, die ihn auf seinem Lebensweg begleitet haben. Moritz' Urne wurde dann in der vorletzten Reihe des Friedhofes beigesetzt.